Ich begrüße euch bei Mimi und Wessi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuguckt, wie ich heute ein Knäckebrot zubereite. Es ist immer wichtig, dass man vom Rezept alle Zutaten schon vorbereitet. Dann geht man auf Nummer sicher, dass man nichts vergisst. Für unser Rezept brauchen wir Speisestärke, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, Hanfsaat, Leinsamen geschrotet, Olivenöl, Wasser, Salz, Brotgewürz. Ich mache es heute zusätzlich noch mit Pizzagewürz und getrockneten Tomaten in Öl eingelegt. Außerdem benötigt ihr eine Schüssel. Ich habe so ein Rädchen, einen Esslöffel und einen Teelöffel. Des Weiteren benutze ich so eine Küchenmaschine, um meine Körner zu zerkleinern. Ich zerkleinere die, weil ich sie im Ganzen nicht vertrage. Man kann die auch im Ganzen lassen und muss sie nicht verkleinern. Hier habe ich schon mal die 100 Gramm Speisestärke abgewogen. Die gebe ich aber noch nicht zu meiner Saat dazu, weil ich meine Saatkörner, wie gesagt, zerkleinere. Da geben wir 2 Esslöffel von unseren Kürbiskernen hinein. Dann habe ich 2 Esslöffel von meinem Sesam. Sonnenblumenkerne, auch 2 Esslöffel. Leinsamen, geschrotet. Zwei Esslöffel. Hanfsamen, auch 2 Esslöffel. Das gebe ich jetzt mal mit, weil es war nicht mehr viel. Und ich zerkleinere das jetzt. Ihr müsst es aber nicht tun. Ich habe jetzt meine Körner gemahlen. Wie gesagt, bei mir ist es gesundheitsbedingt. Wer es verträgt, der lässt es im Ganzen. Schaut auch schöner aus, muss ich dann wirklich dazu gestehen, wenn man sein Knäckebrot so anschaut. So, die Sämereien haben wir jetzt dazu gegeben. Jetzt gebe ich von unseren 170 Millilitern Wasser dazu, aber nicht das Ganze. Nicht, dass es dann eventuell doch zu flüssig wird. Muss man immer abwarten oder ein wenig quellen lassen. Ich gebe jetzt erst einmal so das Dreiviertelste mit rein. So. Außerdem gebe ich 3 Esslöffel Olivenöl mit hinein. Dann an den restlichen Gewürze. Jetzt benutzen wir unseren Teelöffel, einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Brotgewürz, dann gebe ich noch dazu 2 Teelöffel vom Pizzagewürz. Und des Weiteren schneide ich jetzt von unseren getrockneten Tomaten in Öl eingelegt auch ein paar und gebe die auch mit rein. Da könnt ihr so viel reingeben, wie ihr gerne hättet.
Natürlich kein ganzes Glas. Ich meine jetzt, ob ich 3 geschnittene drin haben möchte oder 5, das spielt jetzt da dann keine Rolle. So. Dann holen wir da mal unsere Tomaten raus. 1, 2, 3. Ich gebe heute mal 4 solche Tomatenstücke mit rein. Die schneiden wir jetzt klein. Ich habe es auch schon ohne den getrockneten Tomaten gemacht, aber ich muss sagen, mit den Tomaten ist es einfach gigantisch und schmeckt richtig lecker. Und ich muss sagen, es kann man überhaupt nicht mit einem gekauften Knäckebrot vergleichen. Das geben wir jetzt zu unserer Masse dazu. Und verrühren das anschließend noch gut. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch noch Chiasamen oder Flohsamen mit reingeben. Das Ganze lasse ich jetzt 10 Minuten quellen und dann schaue ich, wie die Masse ist. Ist sie zu fest, gebe ich das restliche oder noch was von dem Wasser mit hinein. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles mit hineingegeben. Hier haben wir noch. Lasst es jetzt erstmal 10 Minuten quellen, dann schaue ich mir das nochmal an und dann verteilen wir es auf unserem Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist. Unseren Backofen heizen wir dann schon mal vor. Auf 160 Grad. In der Zwischenzeit, indem wir unsere Masse quellen lassen, räume ich immer meinen Arbeitsplatz schon wieder auf. Das ist eigentlich in der Küche das A und O, dass man seinen Arbeitsplatz sauber hält. So, unsere 10 Minuten sind rum. Wir machen einen kleinen Rückblick. Wir geben unsere Sämereien in die Schüssel. Wenn wir sie nicht im Ganzen haben wollen, zerkleinern wir es im Küchengerät. Anschließend geben wir unsere Speisestärke dazu. Das Olivenöl, das Wasser, Salz und die Gewürze nach Wahl, die wir gern haben möchten. Einige davon habe ich euch aufgezählt. Jetzt habe ich hier kein Wasser mehr dazu gegeben. Es hat schön gequollen, das passt so, das reicht. Das gebe ich jetzt auf mein Backblech. Anschließend verteile ich das. Knäckebrot ist natürlich dünn, also müssen wir das auch dünn verteilen.
Ich bin eigentlich kein Knäckebrot-Fan, muss ich ehrlich dazu sagen, bis ich dieses hier mal von einer Bekannten bekommen habe, dieses Rezept. Und ich sagen muss, es ersetzt tatsächlich Chips oder irgendwelche Schokoladenstücke, die man abends vorm Fernsehen isst. Da, wenn man sich da so ein Knäckebrot holt und dran knabbert, ist genauso lecker und vor allen Dingen gesünder. So. Jetzt, wenn wir das schön verstrichen haben, so wie wir das möchten, geben wir es in unseren Ofen. 160 Grad, 40 Minuten. Nach 10 Minuten hole ich mein Blech aber nochmal raus und komme dann mit meinem Rädchen und räder das, dass ich dann Stücke habe. Weil wenn es mal hart ist, dann kann man es nicht mehr rädern, dann muss man es brechen. Man kann es natürlich auch brechen, je nachdem, wie man es haben möchte. So macht man es. So, 10 Minuten sind vorbei. Jetzt räde ich mein Knäckebrot. Ihr müsst auch gucken, wie euer Backofen backt. Sind auch nicht alle gleich. Kann auch sein, dass ihr dann euer Knäckebrot schon eher ausschalten müsst oder noch länger drinnen lassen müsst. Ich mache jetzt hier so kleine Dreiecke. Ich finde, die schauen recht schön aus. Jetzt gebe ich sie wieder zurück in den Ofen, packe sie fertig und wir lassen die dann komplett erkalten, bevor wir sie dann von unserem Backblech trennen. Unser Brot hat fertig gebacken, jetzt hole ich das mal aus dem Ofen raus. So schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt ist es noch heiß. Mit so einem Deichverstreicher löse ich das nur leicht, dass es nicht anklebt. Und lasse es jetzt vollständig erkalten. Dann ist unser Knäckebrot fertig. Wie gesagt, das ist eins der besten Rezepte, die ich je ausprobiert habe an Knäckebrot. Ich kann das nur empfehlen, wird auch von Knäckebrothassern gerne gegessen. In einen Dip reingedunkt zur Brotzeit als Snack. Wunderbar, ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, würde ich mich freuen, wenn ich ein Like bekommen würde, ihr mich abonniert, die Glocke einschaltet, damit ihr von uns nichts verpasst. Und wie immer bedanke ich mich fürs Einschalten, wünsche euch einen schönen Tag. Eure Mimi und Wessi. Tschüss.